Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ich Tom-Yam-Suppe mit Garnelen und Trompetenpfiffern koche. Tom-Yam ist eine scharfe und säuerliche Suppe. Und hier sind die Zutaten. Klingt viel, ist aber gar nicht schlimm. 1 Liter Wasser, 10 Garnelen, 250 Gramm Trompetenpfiffer, 5 Scheiben Garlangwurzeln, 2 Stängel Zitronengras, 8 Zitronenblätter, 1 Stück Tom-Yam-Brühwürfel, 8 Mini-Tomaten, 2 Frühlingszwiebeln, 1 Stängel Koriander, eine Schalotte, eine halbe Limette, 2 Esslöffel Fischsoße, 1 Viertel Teelöffel Glutamat und 1 halber Teelöffel Salz. Das Wasser in einen Topf geben. Garlangwurzeln, Zitronengras, Zitronenblätter, Brühwürfel und Schalotte zugeben und zum Kochen bringen. In der Zwischenzeit die Fühler von den Garnelen abschneiden, die Köpfe abmachen und beiseite stellen. Die Schale abziehen, aber die Schwänze dran lassen. Rücken einritzen und schwarze Därme herausholen. Und beiseite stellen. Salz, Korianderwurzel und die Garnelenköpfe in die Suppe geben. Die Pilze zugeben und 5 Minuten kochen. Die Garnelenköpfe wieder herausschöpfen. Die Garnelen beimengen, nicht mehr umrühren. Die Mini-Tomaten halbieren, hinzufügen und mit Salz, Glutamat, Fischsoße und Limettensaft würzen. Bei Bedarf zerdrückte frische Chili zugeben. Abschließend mit Frühlingszwiebeln und Koriander bestreuen. Fertig ist die Tom-Yam-Suppe mit Garnelen und Trompetenpfiffern. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr besucht mich bald mal wieder. Servus so lange.